Grund zur Freude gab es gestern in Haltern am See. NRW-Heimatministerin Ina Scharnbach besuchte die Seestadt, um im alten Rathaus einen Förderbescheid zu überreichen. Im Saal des alten Rathauses begrüßte Bürgermeister Stegemann die Ministerin. Diese übergab den Förderbescheid an die Stadt. 309.000 Euro, insofern für den barrierefreien Umbau der Innenstadt, Spielstationen und letztendlich auch die Melkenstiege. Ich denke, das ist eine gute Weiterentwicklung für Haltern am See. Ich lege immer großen Wert darauf, dass es den Innenstädten und den vor Ort Handelnden gelingt, den Charakter zu wahren. Und das ist in Haltern am See wirklich gelungen. Die historische Bausubstanz ist da, kleine, größere Geschäfte, sehr abwechslungsreich. Insofern dann auch herzlichen Glückwunsch für das Tun vor Ort. Bürgermeister Stegemann freute sich über die Förderzusage von Bund und Land. Anschließend lud er zu einem kleinen Rundgang durch die Halter Innenstadt ein, um die geplanten Maßnahmen vor Ort zu erläutern. Ja, wir werden den barrierefreien Gang in die Innenstadt weiter fördern. Da haben wir ja auch schon erste Schritte eingeleitet, die sehr erfolgreich gewesen sind. Aber man kann immer auch gute Zustände noch weiter verbessern. Und wir werden uns insbesondere dann im nächsten Bauabschnitt um die Melkenstiege kümmern und dann sicherlich hier die Möglichkeit schaffen, für unsere Bürger noch besser und leichter zusammenzukommen. Nach rund 45 Minuten endete der Besuch der Ministerin. Mit Dienstlimousine und Fahrer ging es zurück nach Düsseldorf.